Hallo meine lieben Freunde, wir sind immer noch in der Forschungsinsel. Verlassen wir jetzt mal, denn anders geht's nicht weiter. Wir wollen ja noch weiter in der Forschungsinsel vordringen. Und mal schauen, was es da noch so zu holen gibt. Dazu müssen wir aber vorher nochmal auf die Ragnarok und mit allen Kollegen reden. Um dann wieder reinzugehen und dann noch was anderes zu tun. Sogar noch zwei was anderes. Ich mache gleich noch eine Besorgung dabei. Ist mir gerade so spontan eingefallen, dass man da noch was machen kann. Einmal Kreis drücken bitte. Da kann man nämlich gleich noch, theoretisch müsste man jetzt hier sich, wie heißt, Krallen des Fluchs farmen. Aber ich finde das doof. Ich mache mir da bloß irgendwie zwei Stück oder so, das reicht. Weißt du, wohin wir wollen? Ja, noch nicht. So, da reden wir erstmal noch mit Rinoa. Hallo. Was mag das für eine Mission sein? Ob ich da auch mitmachen darf? Aha. Rinoa hat die Macht von Edea geerbt. Adele ist aus dem Weltall zurück. Das ist die Lage und Artemisia versucht, aus der Zukunft in die Hexe der Gegenwart einzudringen. Ich hoffe, dass es nicht Rinoa ist. Naja. Die ehemalige Herrscherin Adele ist wieder in Esther. Ich hoffe, dass es keine Falle ist. Irgendwie habe ich Schiss. Ein richtiger Hasenfuß. Volltrottel. So. Gut, dann fliegen wir weiter. Los, Selfie. Jetzt müsste es aber gehen. Wir landen jetzt einfach wieder quasi direkt auf der Forschungsinsel, weil ich es halt kann. So, und dann müsste ich theoretisch weiterkommen. Ansonsten muss ich nochmal vorher in Esther reinschneien. Ich dachte aber, das ging ja auch so. Ohne vorher nochmal zu Esther zu müssen. Ah, genau. Hier ist jetzt nämlich ein Speicherpunkt. Sehr schön. Yep. Das ist ein bisschen ein blöder Trigger. Also selbst wenn ich jetzt rausgegangen wäre und in Ragnarok gewesen wäre und nicht mit den Kollegen gesprochen hätte, hätte es nicht geklappt. Oh, da brauche ich ewig nicht mehr gespeichert, fällt mir gerade auf. Schumidorf, Gabra, Raketenbasis. Ah, hier, Raketenbasis, können wir überspeichern. So. Karton, sehr schön. Weiter geht's. Wie viel Kohle ich habe. Fast eine Mille. Naja. Aber das ist noch viel zu wenig, werdet ihr bald erfahren und bemerken. So, ich glaube, ich muss hier nach unten. Yep. Immer weiter in die Tiefe. Ist hier nämlich ein Baum reingewachsen, sozusagen. Naja, ein bisschen schnell, aber naja, es ist halt geschehen. Ach ja. Ich weiß gar nicht so genau, wie das jetzt nochmal war. Ich habe jetzt nichts weiter optimiert. Das ist einfach nur so, da gibt es dann nochmal ein paar extra Items, die aber nicht so dolle sind. Ich könnte jetzt nachgucken. Eigentlich will ich das aber. Ich weiß nicht. Anti-Z. Eigentlich müsste ich mal nachgucken, oder? Na, ziehen wir fix. Ist ja Wurst. Ist ja Wurst. Hab's eh nicht gekoppelt. Hallo, Xell, du weißt bestimmt was. Das hat mehrere Ebenen. Ist da im Meeresboden irgendwas versteckt oder so? Sag mal, was ist das? Da ist doch etwas. Unter den Trümmern befindet sich ein Pult. Lebt das Ding? Energie zum Bewegen der Ebene 20. Ausreichend bis zum Ausgrabungsort. Die Situation erklären? Ja, okay. Der Turm ist durch 6 Ebenen mit dem Meeresboden verbunden. Achtung, Energiemangel. Die Route nach unten ist sichergestellt, aber bitte verteilen Sie die Energie sinnvoll. Mit einem N. Naja. Sinnvoll. Durchgang bei Rotation der unteren Ebenen. Zylinderkonstruktion mit 6 Ebenen. Ja. Benutzerpultanzeige. Derzeitige Reservedruck 20 von 20. Nutze Energie in 20er Blöcken. Aha. Erklärung verbleibende Energie 20 von 20. Report Art der Energie Reservedruck. Wahl der Energie gleich Wahl der Route. Rotes Kreuz durch Druckmenge ändern sich die Räume, die die Ebenen 3 bis 5 verbinden. Energieverrat sicherstellen, um in der untersten Ebene Arbeiten vorzunehmen. Ja. Ab der nächsten Ebene Energie zu ordnen. In dieser Ebene werden 4 Energie benötigt. Das Türschloss zur Ebene 2 wird entriegelt. Derzeitige Reserveenergie 16 von 20. Vorgang abgeschlossen. Die Tür zur Ebene 2 wird geöffnet. Wird auch Zeit, mein lieber Scholli. So. Genau wegen dieser Energie überlege ich gerade, ob ich dann doch nochmal nachschaue, wie das genau war. Im Kopf habe ich das dann doch nicht, wo ich genau wie viel zuteilen musste. Ich mach mal kurz
Ich mach mal kurz den hier. So. Und dann gucke ich nochmal. Blub, 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 blub. So. Ich lese das mal kurz nach. Bla, 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 bla. Wir gehen auf jeden Fall schon mal nach unten. Das dauert ein Weilchen, bis es hier durch ist. Zehn brauchen wir ganz unten dann. Okay. Dann brauchen wir jetzt hier eine Energie. Hallo. Genau. Ausführen, ja. Vorgang abgeschlossen. 15 von 20. Tür zur Ebene 3 wird geöffnet. So, Da wir Xell in der Gruppe haben, ist das ein bisschen anders. Es kann sein, wenn wir jetzt Xell nicht mitnehmen, dass das alles ein bisschen anders verläuft. So, dann. Da brauchen wir hier eins. Oder? Ja, genau. Null wäre Blödsinn. So. Ausführen. 14 von 20. Tür zur Ebene 4 wird geöffnet. Sehr schön. So. Und dann. Wieder eins. Ich glaube, man müsste halt einen Umweg laufen, wenn man Xell nicht dabei hätte. Aber da wir das nicht haben, ist das relativ Wurst. Und hier wieder eins. Ja, sehr, sehr abwechslungsreich. So, Vorgang abgeschlossen. 13 von 20. Tür zur Ebene 5 wird geöffnet. Ja gut, hätte ich vielleicht auch noch selbst hinbekommen. War mir jetzt aber gerade nicht mehr ganz sicher, wie das war. Weil ich glaube, ich hätte es auch mal mit Onyxell gemacht. Dup. Zip. Sehr schön, weiter geht's. Muss ich mal hier drüben kurz weiter scrollen. So. Und hier. Wie viele Einheiten zuordnen? Auch eins. Yep. 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 Und dann einmal Fahrstuhl fahren. Juhu. Mal wieder. Ach ja. Auf jeden Fall müssen wir dann irgendwann. Irgendwann müssen wir auch Gegner 0 wegkoppeln, das darf ich nicht vergessen. Das ist das Problem daran. Moment mal, Maschinen sind meine Stärke. Zu blöd, wenn jetzt die Tür kaputt geht. Richtig, Xell kennt sich ja aus. Hast recht, sie gehört dir. Ich bin ein Maschinenfreak, überlass das alles nur mir. Ja, ja, wenn du meinst. Und dieses hier. Und dieses. Und das dort. Oder doch nicht? Hey, wo kommt der Dampf dort her? Ich weiß, ich ruhe mich nur aus. Ach ja, das hier natürlich. Wir hätten es doch lieber lassen sollen. Das ist zwar nicht, was ich wollte. Genau, er kennt sich ja mit Maschinen so gut aus, ne? Die Tür zum stillen Ozean wird geöffnet. Zum Glück überhaupt nicht mehrfach gesichert oder so. Nein. Schaut, seht her, yeah! Mit Stärke meint man normalerweise was anderes. Na egal, Hauptsache wir kommen weiter. Juhu, wir kommen weiter! Los geht's! For the win! Naja, mehr oder weniger. Und den Rest soll ich auch so hinbekommen. Brauche ich dann keine Hilfestellung mehr. Müsste jetzt bloß noch kurz wissen, wo zur Hölle die... Ach stimmt, hier ging ja Gegner 0 nicht. Ich vergaß, wo die Triple-Visages sind. Müssten sogar... Genau, hier sind sie doch schon. Mehr brauche ich auch gar nicht. Gegen diese schönen, schicken Gegner könnte man theoretisch... mach mal rauben kurz. Ach komm, dann töte es halt. Meine Güte. Zong. Könnte man jetzt Kralle des Fluchs farmen. Und dann hätte man später relativ easygoing Items, ne? Und so. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Ach komm, jetzt töte doch nicht Squall. Du bist ein blöder Typ, Mann. Item, Phönixfeder, Angriff.
Ach, mein lieber Scholli hier. Dass die Gegner einen auch immer so schwer machen müssen. Könnt ihr nicht einfach mal nachgeben? Ich hab gesagt, nachgeben. Ja, mach noch Giftgas, natürlich. Ich hätte doch Multi draufhauen sollen. Au. Oh, Xell ist konfus und Squall ist vergiftet und stirbt jetzt. Augentropfen. Yeah! Xell, 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 Xell! Heile das Vieh. Perfekt. Phönixfeder. Ach ja. Schon toll, wenn man gegen eine Triple Visage fast schon Probleme hat, weil man am Anfang das Multi nicht macht. Ach. Kackvieh, im Ernst. X-Potion. Yeah, verschwende unsere letzte X-Potion, die wir haben. Und heile den Gegner damit. Ach, ist ja genial. Okay, also 9000 Leben hat er. Da sollte ein Multi reichen. 9120 Leben. Naja, ist ja nett. Tot. Herzensbrecher wäre jetzt natürlich der Hammer gewesen gegen so einen Gegner. Aber ihr werdet ja gleich sehen. Der müsste jetzt eine Kralle des Fluchs droppen. Wehe, wenn nicht, sage ich mal so. Giftputter. Ach, du bist doch ein Kackvieh. Blöd, doof. So, danke. Dann mache ich es halt anders. Moment. Dann koppel ich eben mal kurz. Nein, GF, Diabolos weg. So, scheiß auf das Treffer. Das ist jetzt relativ egal. Muss ich bloß noch die Ability neu koppeln, die er da dadurch dann verloren hat. Da gibt man dem Stärke und HP-Bonus. Ist eigentlich relativ egal. So, dem geben wir dann dafür Diabolos und koppeln nichts um, sondern hier nur einmal das Rauben rein. Ah, ist ja auch blöd. Warte mal, dann nehme ich die Stärke weg. Erstschlag hat er noch nicht, genau. Okay. Wir speichern aber auf alle Fälle mal. Denn, ja, ihr habt ja gerade gesehen, Gegner 0 bringt ja nichts, das heißt, man muss kämpfen. Lol, 48 Stunden Spielzeit habe ich mittlerweile schon. 48 lange Stunden Spielzeit. Ein halbes Jahr später. Videoschnitt macht's möglich. Ihr habt lang gewartet. Hier sind wir endlich. Ich bin auch so froh, dass ich es endlich geschafft habe. Ja, wir haben jetzt schon 158 Stunden auf der Uhr. Also einmal ist der Zeiger schon durchgeschlagen. Wir werden vermutlich ein zweites Mal schaffen in diesem LP. Aber naja, so ist es halt. So, erstmal zum Erklären. Was hat so lange gedauert? Das hat so lange gedauert. Ich habe nämlich jetzt schon 101 Antimaterien gefarmt. Einer hat schon Quizzes gefressen, damit ich hier Schockpulse nicht beibringen muss. Und halt schon die paar Krallen des Fluchs. Da fehlen noch ein paar. Die machen wir jetzt heute, während ich euch das erkläre. Ja, die zwei Sachen habe ich schon verfüttert. Ich habe auch schon mir aus Langeweile Final Elixier gemacht. Sowie Mega Phönixe. Sowie Heldensaft, Heldendrang. Blablabla. Phönixflügel. Das ist halt so ein Nebeneffekt gewesen von Langeweile. Und man hatte viel Langeweile. Auch ganze Munition, außer Pulsarmunition. Das mache ich aber irgendwann noch so mal nebenbei. Hätte ich nämlich gerne 100 Stück. Und ansonsten ist mir ein bisschen was angefallen vom Farmen, vom Leveln auch. Schön, ich habe dreimal Ökult-Fan 2. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe sie halt. Die bieten ab 3 fehlen uns noch, da weiß ich auch wo, das erkläre ich euch aber dann später. Darum geht es jetzt auch gar nicht. In diesem Part werden wir das elende Thema der Stadtmaximierung anfangen. Wobei ich halt, wie gesagt, Glück nicht maximieren werde, aber ich wollte halt mal wirklich wenigstens die 100 Glück mir holen, weil die sind schnell gemacht und alles andere dauert ewig. Und zwar diese 100 Antimaterie, die ihr hier seht, sind die am schnellsten zu machenden Glückmaximierungen, die man machen kann. Also mehr als 100 Glück geht halt nicht auf die Schnelle. Und mit schnell meine ich, es dauert gut 80 Stunden. Also was macht man? Man macht Folgendes. Na, genau das. Also es gibt hier 3 Kämpfe in diesem Gebiet. Diese 3 Kämpfe sind immer gegen Triple Visages. Diese Viecher. Richtig. Und Ziel des Ganzen ist nun, möglichst schnell die umzuhauen. Klappt ganz gut, ne? Und den Loot zu bekommen.
Problem an der Sache ist, auch wenn man es schnell macht, ist es nicht schnell genug. Ja, zumal ich jetzt eben noch Pech hatte und Giftpulver bekommen hat, warum nicht? Also ich habe mir das Ganze mal ausgerechnet, ich weiß nicht, ob das wirklich der schnellste Weg ist, den ich habe. Aber es ist definitiv einer der schnelleren. Also ich muss sagen, ich kann es mir nicht schneller vorstellen. Es gibt zwar noch den zweiten Weg, dass man die anschwächt und dann per Karte die verwandelt. Kann man machen. Dann hat man dann zwei Barrieren dazwischen. Erstens hat man im Normalfall nur mit einem Charakter Karte. Zweitens muss man den Gegner vorher anschwächen und selbst dann hat man nicht 100% Chance, dass man das bekommt. Vorteil wäre, dass man keine XP bekommt und dass man 100%ig immer eine Kralle des Fluchs zumindest erstmal bekommt und naja, ne? Und ich habe mir jetzt quasi das Ganze ausgerechnet. Ich spiele das jetzt mit Rarität, also der Ability Rarität. Ich habe vorher ohne gespielt, ich habe bis 80 wirklich ohne Rarität gespielt und dachte mir so, naja, das bringt eh nichts und schlechtere Loot und so, aber habe ich mich ein bisschen vertan und habe nochmal genauer nachrecherchiert und habe dann quasi, also während ich die Tabelle erstellt habe, und habe dann quasi gemerkt, mit Rarität hat man doch einen kleinen Vorteil. Von daher lohnt sich das. Und zwar, jetzt kommen natürlich ein paar Zahlen, ne? Um euch das mal so ein bisschen vor Augen zu führen, wie wahrscheinlich ist denn hier was eigentlich? Also ich habe erstmal tot gekoppelt auf, also Irvine, Squall und Rinoa haben alle drei tot, wobei das relativ blödsinnig ist, weil nach Rinoa ist sowieso Schluss und der Gegner fällt um. Man hat eine Wahrscheinlichkeit zu rauben von 46,5%. Das ist erstmal die Wahrscheinlichkeit, die man ungefähr hat, wenn man hier diesen Typen ausrauben möchte. Muss man dazu sagen, dass es relativ, also es ist ein relativ schwer zu beraubender Gegner. Also normal sind Base-Rauben von 50, der Gegner hat 25 und alles, was drüber geht, kommt dann durch die Charaktere, durchs Geschick und so. Deswegen haben Irvine und der liebe Squall auch viel Geschick. Und Tod wirkt zu einer Wahrscheinlichkeit von 40%. Das heißt, ja, Irvine und Squall töten jeweils zu ca. 40% und Rinoa tötet zu 100%, denn der Gegner hat nur 21.000 Leben oder 22.000? Ihr seht's links, ich weiß gerade nicht genau im Kopf. Auf jeden Fall weniger als das Vieh aushält hier. Weniger als 3 Hits. Und ja. Wo, wenn man jetzt raubt, ne? bekommt man zu 41%, beziehungsweise mit Rarität zu 43%, eine Kralle des Fluchs 6-mal und zu 2,5% eine Kralle des Fluchs 8-mal, also quasi ein Wehrloot. Ich laufe übrigens immer so hier zurück, um quasi, weiß nicht, gefällt mir besser. Wir können jetzt auch rechts rauslaufen, um das zu resetten, aber naja. Ja. Und wenn man die Gegner nicht beraubt und erst stirbt, bekommt man ohne Rarität zu 20% circa einen Drop mit Kralle des Fluchs 6-mal. Und zu 44,5% einen Kralle des Fluchs 8-mal. Mit Rarität halt. Was sich halt dann doch irgendwann lohnt. Alles, was ich jetzt nicht erzähle, ist dann so Loot, was man halt nicht bekommt. Giftpuder zum Beispiel wie vorhin, also was man nicht braucht. Sternsplitter kann er, glaube ich, noch droppen. Sowas halt. Ja. Da kommt man dann halt, achso, ja, Odin habe ich noch vergessen. Gibt auch noch die Chance, dass Odin kommt, sind 12,89%. Dann bekommt man natürlich einfach nur den normalen Loot und hat nicht diese Wahrscheinlichkeit des Raubens. Ja, ist halt so, ne? Kleiner Nebenfakt. So, muss kurz mal auf den Spicker schauen. Ja, das ist jetzt was ganz Witziges eigentlich. Dementsprechend beraubt man zu, also wenn man den Gegner jetzt nicht töten würde, beraubt man ihn zu 71%. Das heißt, Irvine greift an, hat 46,5% Chance, dann greift Squall an, dann sind wir schon bei 71% Chance. Und zu 68% stirbt der Gegner halt schon nach Squall. Und wie gesagt, zu 100% nach Rinoa. Darauf basieren jetzt meine Statistiken. Ich weiß nicht, wie die genau hinhauen. Statistik und Wahrscheinlichkeit ist bei mir schon eine Weile her. Bin ja nur, ne, schon 4 Jahre aus der Schule raus, Gott sei Dank.
Dann habe ich noch die Dauer erfasst, und zwar einmal, wie lange ein Kampf mit Odin dauert, wie lange ein Kampf dauert, wenn Irvine den tötet, wenn Squall den tötet, wenn Rinoa den Gegner tötet. Ich meine, ich hatte viel Zeit, habe sowas alles mal durchgetimt. Bis auf die halbe Sekunde genau habe ich das Ganze aufgenommen. Und dann nochmal den Abstand zwischen den Kämpfen sowie das Umwandeln habe ich zusammengeführt. So, so dauert es bei mir, ich weiß nicht, also jetzt wird es wahrscheinlich mit LP ein bisschen länger dauern. Ich meine, ich rede ja nebenbei und gucke nicht so genau aufs Spiel und erkläre und so. Muss kurz nachschauen, wie viel ich jetzt schon habe. Das fällt übrigens nicht in die Statistik mit rein. 2 fehlen noch. Aber wisst ihr was, die machen wir uns anders. So kommt man auf circa 2 Minuten 20 pro Runde. Das heißt, vom ersten Kampf bis wieder zum ersten Kampf. Das bedeutet, man schafft ungefähr 25 Runden pro Stunde. Das bedeutet, man macht pro Stunde ungefähr 135 Krallen des Fluchs. Wobei ich fast glaube, das ist ein bisschen niedrig angesetzt. Vermute sogar, es geht noch ein bisschen schneller. Aber so komme ich auf ungefähr 73 Stunden für 10.000 Krallen des Fluchs. Da ich unter anderem einmal einen Speicherstand ein bisschen aus und überschrieben habe. Und so, ach halt, will ich den Kartenwandler. Und ich auch... Ja, da man auch einfach mal zu viele bekommt, das heißt, wenn man jetzt 98 hat und man macht noch einen Gegner, dann hat man ja natürlich theoretisch 106, praktisch halt 100. Achso, ja, mehr gehen halt nicht. Und ja, so kommt man halt auf ungefähr 90 Stunden. Das kommt bei mir auch ungefähr gut hin. Ich meine, hat vorher ungefähr 48. Plus 90 bis bei 138 und die 20 Stunden schiebe ich einfach mal auf Skill-Klitschen und aufs 100er Leveln. Da habe ich mit einem Charakter jetzt schnell 100 gemacht. Ja, so kann man meine Stunden ungefähr erklären. Und das hat jetzt quasi so mein letztes halbes Jahr gefressen. Nicht ganz, aber naja. Hier noch ein Tipp. Packt euch gerade des Fluchs an die Materie auf die ersten zwei Plätze, so seht ihr, wie viel ihr schon habt. Und es auch fürs Umwandeln leichter, denn sonst sind die irgendwo hier hinten versteckt. Aber ich kann jetzt wieder ordnen. Zup. Schön. Und so kann ich euch auch zeigen, dass ich jetzt wirklich schon mich vorbereitet habe. Ich habe hier... Potion, Potion 2, High Potion, High Potion 2, X Potion, Mega Potion, Phoenix Feder, Mega Phoenix, Elixier, Final Elixier, Gegengift, alles 100 Mal, bla 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 bla. Außer Mega Pellet 2. Warum habe ich da nur 30? Wahrscheinlich keine Lust mehr gehabt. Heldenkrank, Heldensaft werden wir übrigens nicht weiter farmen. Das ist nämlich auch gerade des Fluchs und ein kleiner Hass, wenn man das so sagen darf. Und ansonsten, ja, ist hier nicht viel, ne? Sternschwert und sowas findet man jetzt halt so nebenbei beim Farmen. Wie gesagt, Drachenzähne und sowas. Wasserkristalle. Sowas hat man gemacht, wenn man gelevelt hat. Das fiel halt nebenbei an. Habe ich noch irgendwas vorbereitet? Ich habe zum Teil schon hier weiter Zeug gesammelt. Aber das mache ich in einer extra Folge. Ansonsten wäre es jetzt hier. Was wollte ich noch sagen? Achso, die Kopplungen natürlich. Natürlich, die Kopplungen. Also passt auf. Kopplungen ist relativ easy. Das Wichtigste ist Ability. Hier braucht ihr eigentlich wirklich nur ein Angriffsdingens und ich habe hier noch Heilen, falls doch mal ein Charakter unter eine gewisse Grenze fallen sollte, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Irvine zum Beispiel weicht bei mir zu 99% aus, auch wenn er nur 22 Reflex hat, das macht sich aber echt bemerkbar. Hier kann ich halt empfehlen Raupenstärke, Rarität und Erstschlag. Müsst ihr mal schauen, bei mir sind das jetzt hier Shiva, Brothers, Leviathan, Kerberos, Bahamut, Kaktor, so kriegt ihr das ungefähr hin. Und Zauberkopplungen ist Holy sehr zu empfehlen. Die könnte man irgendwie umwandeln. Also jetzt, wenn ihr überlegt, wie ihr Holy bekommt, ich werde das mal ins Video schreiben, von welchem Gegner ihr welches Item bekommt. Das habe ich gerade echt nicht mehr auf dem Schirm. Jedenfalls bekommt ihr Holy auf jeden Fall. Ich überlege gerade, wen habe ich denn dafür gefarmt? Ich habe dafür gefarmt auf der Easter-Ebene, auf der Easter-Großebene. Da gab es Gegner, wo man das bekommt. Naja, ich schreibe es hin. Und Todkopplung ganz klar, um 40% Instant Win reinzuhauen, beziehungsweise dann 68% Zweitwin. Zum Vergleich von den Zeiten her, ein Kampf mit Irvine dauert 31 Sekunden, wenn es bis zu Squall geht, dauert es ungefähr 33,5, Rinoa braucht dann schon etwas länger, das sind 41,5 Sekunden, weil die hat einen relativ langsamen Angriff. Und wenn Odin kommt, braucht die ganze 51,5 Sekunden für einen Kampf. Ich habe immer Kampf getimt von Auslösen, Zufallskampf, in Anführungszeichen, bis letztes X drücken beim Item-Menü dann, also nach dem Kampf. Das ist bei mir ein Kampf immer gewesen.
So. Hier Verteidigung ist noch ganz wichtig, dass sie auf jeden Fall Seuche koppelt. 100 Mal. Sehr, sehr wichtig. Oh, und Tobsucht Konfu ist noch wichtig. Also wirklich Seuche und Konfu ist eigentlich das Wichtigste. Der Rest ist optional. Hab ich halt über, was soll's. Werdet ihr das auch bei den anderen Charakteren nochmal sehen. Hier auch wieder Rauben, Gegner 0, relativ wichtig, damit ihr keine sinnlosen Kämpfe zwischendurch habt. Und halt wieder Erstschlag. Und bei den Zaubern seht ihr auch wieder Holy, ganz klar. Bio ist natürlich auch ganz interessant, weil dieser Angriff ein Bio-Angriff ist. Dieses Giftgas, was dieser Gegner kann, ist ein Giftangriff. Dementsprechend werdet ihr dadurch auch noch geheilt, ab und zu mal. Und hier auch wieder Seuche, Konfu tot, ganz klar. Und bei Rinoa sollte es auch Innis sein. Erstschlag, Stärke, Glück. Die hat halt nichts mehr hier, was man sich irgendwie was als lohnenswert erahnte. Da ist einfach nur die Stärke wichtig für die Angriffspower. Ja, Holy Bio. Noch ein bisschen mehr. Sowie wieder Tod, Konfus, Seuche. Das ist so die perfekte Kopplung von den Gegnern. Dann seid ihr quasi unbesiegbar. Ich meine, ihr seht, ich habe ein bisschen Schaden kassiert. Wenn einer halt unter, sag mal, 4000 kommt, dann mache ich halt mit Irvine am Anfang des Kampfes mal heilen. Das ist halt... Oder man nimmt sich halt ein Zelt am Speicherpunkt. Was soll's? Hier, Zelt. Klack, fertig. Ja, so viel zu dem Spaß. Hätte ich auch das erklärt. Und dann wollte ich in dieser Folge, das wird zwar eine kleine Überlängenfolge sein, aber das interessiert mich herzlich wenig. Gut. Also ich habe jetzt auch hier halt die ganzen GS erstmal auf Level 100. Ich weiß gerade echt nicht, ob ich irgendwas Besonderes jetzt vergessen habe zu sagen, was ich gemacht habe. Wie gesagt, ich habe mir Geld geklitscht, ich habe mir die ganzen Items gemacht. Was relativ easy ist, das Geldglitch habe ich schon mal gezeigt in einer früheren Folge. Und die Items umwandeln, das ist alles hier mit Itemwandler und Co. gemacht. Die Itemwandler zum Beispiel macht Phönixflügel. Mega-Phönixe kann man sich kaufen, Feinelixiere kann man sich, glaube ich, muss ich gerade selber überlegen. Könnte man die sich kaufen, also gibt es meiste hier im Easter Shop für die ganzen Weiterentwicklungen. Ja, ich glaube, da könnte man sich Elixiere kaufen und die dann umwandeln in Mega-Elixiere. Feine Elixiere, so. So, und ansonsten, weil ihr seht, habe ich hier alles schon 100 Mal gekauft. Ist also die Vorbereitung für die Zukunft. Jetzt muss ich kurz nochmal an den Speicherpunkt. Wir gehen jetzt noch runter bis zum Kollege von... Wie heißt er? Wie heißt er denn? Ach ja, zu einem besonderen Gegner. Ich will ja noch nicht den Namen nennen eigentlich. Ultima Weapon. Hahaha. und da werden wir uns noch einen Weg machen, denn da ist relativ lang und mühsam und langweilig. So. Aber ihr habt schon gemerkt, das Problem an der Sache war, dieser blöde... Hätte ich vielleicht vorher tauschen sollen? Na egal. Dieser blöde Gegner war halt unglaublich langweilig. Hier noch schnell was einstellen, muss kurz noch die Ability koppeln. Einmal Tor, einmal heilen, Item. Beleben. Item. Und dann sollte das Ganze eigentlich hinhauen. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Nö, eigentlich nicht. Das kann man so lassen. Habe ich schon mal im Probelauf gemacht, kann man ja mal so sagen. Ich überspeichere jetzt eben nochmal fix. Game, please. Danke. Ja, also das Problem war halt wirklich, dass es einfach nur so ein unheimlich langweiliger Vorgang ist. Und er ist halt wirklich sehr, sehr langweilig, muss man sagen. Ich meine, ihr habt jetzt wirklich gemerkt, es waren jetzt 50, die wir gemacht haben und ich habe 10.000 gefarmt. 10.000, ja. 10.000 Krallen des Fluchs. Oh, dreimal darf sie noch bekämpfen. Dann ist Feierabend. So, warum habe ich jetzt Quizzes mit ins Team genommen? Ich werde mal versuchen, die fix zu töten. Ach, verdammt. Die wird uns einiges in Arbeit ersparen. Aus dem einfachen Grund, dass Quizzes ja die Fähigkeit Dissonator hat und wir haben jetzt einige Pflichtkämpfe vor uns, die ein bisschen ätzend sind. Und die will ich ein bisschen beschleunigen.
Und dann gucken wir uns in der nächsten Folge mal den ganz tollen Bossgegner an, der da vor uns steht. Wobei er nicht unbedingt stark ist, aber er hat was Wichtiges für uns. Sogar zwei was Wichtiges für den Fortschritt dieses Perfect Games, was schon lange keins mehr ist, aber psst. Ach, wie bin ich froh, diese Gegner so bald nicht mehr so oft zu sehen. Also versteht mich nicht falsch, man kann die auch noch später farmen. Das ist überhaupt kein Problem. Bloß, dass man später dann eben mal eben doppelt so lange brauchen wird. Denn, die gibt's quasi nur noch dann in... Was heißt nur noch? Aber am häufigsten in der Tor zum Paradies. Den Tor zum Paradies. Da kann man auch noch von den Mobuls die Krallen des Flusses bekommen, aber danach ist Schluss. Das ist ganz, ganz toll. So, schnell in den gelben Bereich springen und dann tausche ich mal fix noch aus. Das ist jetzt doof. Ich muss doch nochmal kurz einen Speicherpunkt. God damn it. Die Sache ist nämlich beim Erstschlag, wenn die ganze Gruppe Erstschlag hat, geht es nach der Reihenfolge, wie sie im Menü angeordnet sind. Dementsprechend sollte man einen Charakter gewisses oben haben. Müssen wir wahrscheinlich die nochmal töten, die Gegner, weil das auch gerade so lange dauert. Der reloadet gerade die Map, schön. Problem ist halt, dass die Ladezeit so lang ist an dem Speicherpunkt, dass man auch wirklich einfach wieder rauslaufen kann aus der Map und dann wieder die drei Punkte macht. Dann ist man, glaube ich, wirklich sogar schneller. Ach, jetzt seht auch mal nochmal Ifrit, einen guten Kollegen, wie lange das dauert im Vergleich dazu, wenn ich die normal umhau. Schön, ne? Ifrit, der Gute. Eisenschneidendes Schwert. Wie uns ja der liebe Kurando beigebracht hat. So. Ah, oh, bin ich froh, dass das LP wieder weitergeht. Ich weiß ja, wie ihr schon... Es hat ja also quasi monatlich jemand nachgefragt, wann es denn endlich mal weitergeht. Und ja. Aber da muss ich euch auch wirklich danken. Das hat mir jedes Mal so einen kleinen Anschub gegeben, mal wieder auf, also wieder mal weiterzumachen. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, bei gut 90 Stunden Farmen und immer die drei gleichen Gegner und immer nur einen Angriff und dann ist der Gegner tot und dann wieder raus und wieder hin und wieder drei Gegner und... Das war irgendwann ätzend. Das ist nach 2 Stunden schon ätzend. Und man musste es halt 90 machen. So, die Senato. Das werden wir jetzt übrigens immer machen. Denn jetzt haben wir viele, viele Gegner, die gegen Tod immun sind. Da ist die Senato ein bisschen entspannter. Auch wenn der ekligen Sound hat. Und was mir jetzt gerade mal einfällt zu dem Punkt Leveln im Perfect Game. Es ist ja richtig, dass eigentlich Leveln für ein Perfect Game ungeeignet ist. Aber im Endeffekt ist es ja so, dass für mich jetzt ein Perfect Game das ist, dass man nichts mehr zu tun hat. Dass man wirklich alles gemacht hat. Gut, das werden wir in dem Spiel halt auch nicht erreichen, weil wir keine Göttertränke auf den Rücken bringen werden zum Beispiel. Aber ist halt das, worum es mir geht. Ich meine... Level 100 gehört für mich zu einem Perfect Game dazu, denn das ist halt sowas, was man einfach mal machen sollte. Auch wenn das halt eigentlich ein Nachteil ist gegenüber dem Gegner. Er meint, das machen zu müssen, bitte an jedem Gegner Karte benutzen und so, ja. Das ist halt einfach nur eine Frage von Geduld. Das hat halt nichts mit irgendwie Können zu tun, in meinen Augen. So. Ja, die drei anfänglichen Gegner mit den Triple Visas, die Punkte waren halt nicht die einzigen. Das zieht sich jetzt noch den ganzen Weg bis nach unten durch. Hier werde ich zumindest den kleinen Teufel hier Desionatoren, denn der hat was Ekliges an sich. Ja, abgesehen von Eisgarzauber. Der macht nämlich zu seinem Tod, wenn man ihn normal tötet, Holy, was eine relativ lange Animation hat. Deswegen einfach Desionatoren und weg ist er. Halt so schade, dass die Fähigkeit nicht gegen Bosse geht, ne? Das wäre noch cool. So, was? Omega Weapon? Desionator. Oh, die sind echt entspannt. Durch meinen Todangriff haue ich hier halt auch vieles so weg. So, ja, ja. Wir bekommen jetzt halt auch zurzeit immer nichts mehr.
Man könnte ja sogar wirklich einen Charakter an diesen Triple Visas leveln immer. Dass man zwei hat, die töten und einer ist halt einfach nur zum Leveln da. So habe ich zum Beispiel Selfie als letztes gemacht dann. Und ja, das ging relativ fix. Ich meine, da habe ich irgendwie zwei, drei Antimaterie gemacht, da war die Level 100. Oh, Mist. Naja, egal. Klopp. Ich weiß gar nicht, wer die schnellsten Animationen hat. Ich glaube, Squall und Irvine haben die schnellsten und dann Xell. Also ich glaube, Xell wäre sogar noch schneller gewesen als Rinoa. Ich hatte halt Rinoa, wie gesagt, immer als Dritte im Team. Aber auch bloß, um langsam aber sicher auch schon Angel nebenbei zu leveln. Ich weiß gar nicht, wie weit ich das gebracht habe. Kann ich mal eben mal zeigen. Man muss ja hier das da muss man ja leveln. Siehst du, kann ich auch schon mal das nächste machen. Und da habe ich halt schon nebenbei so ein paar gemacht. Ne? Reverse, Sternschnuppe fehlt noch. Und dann hätten wir's. Ich wollte mal gucken, was eigentlich nochmal. Wo ist es denn? Mit Angel Zoo mache ich übrigens nochmal. Da zeige ich euch nochmal was. Das wird ganz witzig. Ach ja. Da habe ich nämlich auch schon mir ein Item, glaube ich, gefarmt gehabt und habe das mit Fressen ausprobiert. Wie schnell man denn mit Fressen seine Stadt maximiert. Habe halt auch schon nebenbei so ein bisschen getestet. Wie gesagt, ich habe das um Gottes Willen nicht am Stück gemacht, die 90 Stunden. Das wäre und war ein Hass. Also, es ist halt echt aberwitzig, wie lange das dauert. Oh nein! Er hat Quiz ist getobsuchtet. Da im Adafuka! Okay. Also, ob die Holy machen am Ende oder nicht, das ist einfach nur Glück. Mal machen sie es mal nicht. Und ja, ne? Yeah, drei Zwachen. Drei Zwachenschuppen, genau, so ist es. Zwei Drachenschuppen. Hab ja nur schon 100. Bekommt man halt auch auf Tod zur Hölle, wenn man da halt grindet. So, das ist, glaube ich, was war das nochmal? Das war ein Dripel. Punkt, Tor, Punkt. Brauchen wir gar nicht das anreden, weil ich habe schon bei jedem Charakter 100 Mal Tripel. Von daher, egal. Na gut, den können wir auch wieder normal töten. Der ist sowieso anfällig gegen Tod. Macht vielleicht zum Schluss nochmal Flair. Nö. Der war weg. Hihi. Aber muss schon sagen, Todkopplung ist relativ mächtig in Final Fantasy 4, wollte ich schon sagen. 8. Oh, ein Gigaring. Ja. Ist aber halt. Ja, ne? Hat alles Vor- und Nachteile. Ja, es sind ja halt 3 Behemoths relativ knapp beieinander, aber das sind auch die geringeren Übel. Da gibt's dann. Da kommen noch ein paar Gegner, die nerven etwas mehr. Das kann ich mal versprechen. Da kommen jetzt noch, glaube 5 Kämpfe oder so, die sind deutlich ätzender als die Behemoths und die Gegnergruppen jetzt davor. Naja, der ist tot. Das ist halt auch so ein Gegner, der zufällig zum Ende des Kampfes einmal so Flair raushaut, wie gesagt. Ne. Wer Final Fantasy X gespielt hat, der wird das kennen von den Behemoths tot. Die machen das nämlich auch, aber die machen, glaube ich, sogar Meteor und Ultima oder so, je nachdem, was für eine Stufe die sind. Oder was für eine Form. Yes, wieder mal gewonnen. Welch Wunder. Ich habe übrigens ja anfangs echt gefailt gegen die Triple Visas, aber wenn ihr die Kopplung so macht, wie ich sie habt, dann seid ihr eigentlich echt gut gewappnet. Die bekommen euch gar nicht mehr down. Ich habe dann so wirklich bei 20 Antimaterie oder so dann eine perfekte Combo rausgehabt und alles analysiert gehabt und so und dann lief es dann halt. Wie gesagt, ich bin seitdem unbesiegt geblieben. Und dann war es halt bloß noch so, ich habe dann oft Serien nebenbei geschaut oder andere Spiele gespielt tatsächlich, weil ich meine, wenn ihr jetzt bedenkt, so ein Kampf mit Irvine dauert 31 Sekunden, aber in den 31 Sekunden drückt er vielleicht, ja, 3x X oder so. Das ist halt nix. Aber es wäre jetzt schon Knorke, wenn Quistis ein bisschen noch überlebt. Meine ja nur. Ich sollte vielleicht doch wieder weiter Desionatoren. Wenn die jetzt so anfangen hier mit Flair. Ich stelle mir nämlich so ein bisschen ätzend vor. So. Jetzt müssten auch bald noch Rubrum-Drachen kommen. Und da hat ja auch
Da habe ich ja auch schon gesehen, dass andere sich immer wieder schwer tun an den Kollegen. Ja, genau. Aber einfachstes Mittel gegen die Desionato. Na. Na. So. Macht halt echt nicht viel Schaden an denen, obwohl die sogar gegen Holy schwach sind. Mache ich hier, wow, 4000 Damage. Trotz 255 Stärke. Wisst ihr Bescheid? Aber naja. Wozu hat man denn sowas? Ist halt eigentlich recht starke Gegner, aber. Wenn man so einen Zauber hat, sind die kein Problem mehr. Lalalalalol. Habe auch im Probelauf halt echt zu tun gehabt, dass ich die besiege, aber im Prinzip ist es halt echt einfach. Was heißt zu tun gehabt? Ich meine. Ich habe halt auch so eine unschlagbare Kombi. Von wegen Beleben und Heilen. Das heißt, entweder ich schaffe es noch zu heilen. Oder ich belebe gleich mit dem anderen. Ich weiß nicht. Ich habe halt auch Ultima Weapon damit angegriffen. Und ja, war was? Nö, eigentlich nicht. Werde ich euch dann zeigen, wie ich Ultima Weapon besiege. Ich mach die Bossgegner echt jetzt ohne irgendwelche Unbesiegbarkeitsfähigkeiten oder so. Das hat halt echt keinen Sinn. Klar würde das Ganze einfacher machen, aber das ist halt langweilig. Kampfwagen, durch diesen Kampf Stein bekommt man Mut. Man könnte zum Beispiel auch mit Aura arbeiten. Also indem man sich einfach Aura auf die Lieblingschars castet. In dem Fall Squall. Haut halt den meisten Schaden raus mit seinem Herzensbrecher im Idealfall. Nein, das war doof. Auf wen macht das? Ah, okay. NP. Ich glaube, auf Quistis wäre sogar gar nicht so schlimm gewesen. Die wäre da sogar noch geheilt worden. Huch, naja. Machen halt alle ungefähr den gleichen Schaden. Das, was jetzt Abweichung sind, ist wirklich die reine RNG. Also das natürlich. Übrigens ist das kein Crit. Also es zählt als Crit, macht aber weniger Schaden als ein normaler Crit. Nur mal so. Ich habe mich auch ein bisschen mit der Gamephysik von Final Fantasy 8 beschäftigt. Unter anderem, weil ich überlegt habe, das zu speedrun. Da habe ich mir mal so ein bisschen angeschaut, wo denn da so die kleinen Knackpunkte liegen. Was ist denn anderes als normalerweise und bla 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 bla. Achso, wenn es interessiert, habe ich gerade erwähnt, glaube ich. Der Unterschied zwischen beim Farmen von diesen Krallen des Fluchs, der Unterschied zwischen Rarität benutzen und Nicht-Rarität benutzen, ist im Schnitt 1,3 Krallen des Fluchs. Pro Kampf. Also. Ohne Rarität macht man im Schnitt laut meiner Rechnung 4,07 Krallen des Fluchs. Und mit Rarität macht man 5,3, also 1,23 ist der Unterschied. Ah, zwei Stahlgiganten. Hoffentlich hauen die jetzt nicht meine Quizzes um. Haut mir nicht meine Quizzes um. Desionator. Das ist halt auch eine viel zu lange Animation. Man könnte das halt nutzen, um wirklich einen 100%igen Kill zu haben. Aber es ist eine viel zu lange Animation, glaube ich. Das würde sich, ich weiß nicht, ob es sich rechnerisch lohnen würde, das zu machen. Zumal es auch wieder relativ luck-based ist, dass Quistis hier relativ zügig Desionator, also hier so ein Special bekommt. Ich weiß gar nicht. Ich würde gerne Squall nochmal töten. Muss ich mal dran denken im nächsten Kampf. Ich muss Squall nochmal töten. Also ich werde auf jeden Fall im Low-HP-Bereich Entschuldigung. Gegen Ultima Weapon kämpfen. Einfach nur, um halt natürlich Specials rauszuhauen. Aber naja, das ist halt. Werde ja, wie gesagt, sehen. Nee, nee. Zaun ist too strong for me. Ja, muss ich mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwie Squall noch tot bekomme. Hier zwei Stahlgiganten, NP, NP. Ein Hinterhalt. Doof, ne? Ein Wiederbeleben, ein Töten, auch nicht schlecht.
Peng. Da 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 da. Tja, ganz weicht er auch nicht immer aus. Aber naja, wozu hat er denn heilen? Er ist aus Qual für den Kampf nicht wiederbeleben und macht das Darmkampf. Mein Quiz macht jetzt eh beide mit Dezinator-Blatt und damit hat sich das. Und richtig lustig wird das dann sowieso, wenn ich, wie heißt, wenn ich dann erstmal die Stadt gemaxt habe. Ich meine, ich bin jetzt schon quasi mit den meisten auf Maximum-Stats. Einfach nur, weil, Zauberkopplung. Aber wenn ich dann die richtig guten Dinge auch voll habe, also wenn ich dann auch Geist voll habe zum Beispiel bei jedem Char und Geschick noch ein bisschen höher habe. Ich weiß nicht, ob ich Geschick, wie ich das maxen werde. Das ist auch wieder eine Farmgeschichte. Man kann sich Geschick durch Kaktore farmen. Vielleicht auch nochmal erklären, aber boah, das ist ganz schön heftig. Also ist ähnlich heftig wie das hier. Ich überlege gerade, wie heftig. Das ist übrigens immer ein Ultima-Punkt, deswegen wollte ich eigentlich gerade dran ziehen, aber bin halt schon in das nächste Skript reingelaufen. Natürlich wieder zwei Stahlgiganten. Also man wird ja nochmal richtig auf der Probe gestellt. Man soll halt das Spiel beherrschen und nicht immer weggerannt sein und keine Ahnung haben von dem Spiel, sondern wenn man hier runterkommt, soll man das Spiel beherrschen. Man soll ja wirklich irgendjemanden besiegen können. Beziehungsweise auch das Geld haben, um sich Heil-Items leisten zu können. Bin auch mittlerweile halt schon Sieg Level A. Weiß gar nicht, ob ich da die ganzen Fragen noch beantworten soll im Tutorial-Menü. Ich meine, immerhin. Dumme Sau, natürlich greift der Quiz es an, wen sonst? Huch. Natürlich müsste ich sie eigentlich noch machen, aber eigentlich brauche ich sie halt nicht mehr machen, weil ich bin schon Sieg Level A. Was kann man eigentlich von den Toren? Hass, Beben, Shell, Refleck. Ah ja. Dein Glück. Ja, ja. Ihr seht schon, warum ich das mitten in die Folge packe, weil der Weg ist echt zu weit, zu lang, zu aufwendig, zu doof. Da dann aber das jetzt mal so die Special-Folge, so was bisher geschah und warum es denn nicht geschah. Und dann aber ab nächste Folge geht es ganz normal weiter. Da machst du dann wahrscheinlich auch wieder kürzere Parts, nicht so wie bisher mit den knapp 30 Minuten. Jetzt habe ich hier irgendwas gemacht, dass mein Controller aus ist. Ich glaube rausgezogen. Ich habe nämlich gerade bisher noch geladen. Muss ich hier erstmal wieder... So. Nö. So. Ultima gefunden. Und Urban hat es noch nicht ganz voll. Da werde ich auch dann zweimal bei Ultima Weapon ziehen. Denn der hat glücklicherweise, genug. Okay, kurz eine Phönixfeder auf Squall. Okay, ganz gut so. Weil ich eigentlich fast gerne Urban heilen wollte, aber na, was soll's. Muss nicht unbedingt. Also Urban. Wir sind jetzt eh schon da. Ich werde jetzt hier speichern, damit hat sich das dann quasi erstmal. Mehr gibt es dann in der nächsten Folge. Ja, das war jetzt so der Rückblick, was ich gemacht habe eigentlich in einem halben Jahr, worauf ich mich dann vorbereitet habe. Und gleich vorneweg, ja, man konnte bis zu diesem Punkt nicht mehr machen in Sachen Stadtmaximierung. Man konnte sich nichts weiter farmen. Also nichts, was Stadtmaximierung angeht. Zwei Sachen habe ich jetzt vergessen zu farmen. Das mache ich halt jetzt dann mal zwischen zwei Parts. Ist nicht so schlimm. Aber halt das Problem ist, dass um das weiter zu verarbeiten für Glück... Deswegen musste man das auch wirklich jetzt unbedingt machen. Das weiter zu verarbeiten braucht man eh. Blöd, dass man den erst jetzt hier unten bekommt. Und nachdem man Ultima Weapon besiegt hat. Ja, ist Schluss. Dann ist Schluss. Weil dann werden die ganzen festen Spawnpunkte, die es hier gibt, resettet. Und dann sind sie weg. Ja, das ist doof, ne? Jetzt habe ich das dreimal. Aber ich bin jetzt recht zufrieden eigentlich. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Ich meine, das ist schon... Machen nicht viele die 100. Allein schon die 100 zu farmen, machen nicht viele. Und noch mehr ist dann sowieso wahnwitzig. Das macht fast... Das ist aberwitzig. Mein 100 fucking Antimaterie.
100. Da sagen selbst, also wirklich Spieler, die das dauerhaft schon ewig spielen und alles wissen, sagen selbst schon, dass es total Blödsinn ist, das zu machen, weil Glück bringt nicht so viel. Aber es bringt was, das werden wir dann schon sehen. Ich werde euch mal versuchen, den direkten Vergleich zu zeigen. Wahrscheinlich dann mit Irvine oder sowas. Der jetzt schon 61 Glück. Es geht sogar noch mehr. Weiß gar nicht, wie viel geht. Ich kann da mal kurz gucken. Er hat nicht schon mit Ultima. Dammit. Moment. Hat keine Glückkopplung. Hat auch keine Glückkopplung. Na, dann nicht. Pech. So, gespeichert habe ich ja, glaube ich, ne? Ich speichere lieber nochmal und dann verabschiede ich mich in die nächste Folge, meine lieben Freunde, wenn wir uns dann einem der größten Gegner im Spiel stellen, auch wenn der eigentlich nicht so doll ist. Aber das werdet ihr ja selber sehen, wie gesagt. Wir werden ihn einfach nur plätten und damit hat sich das. Und uns vor allen Dingen eine neue GF holen und eine neue Karte. Also dann, bis zum nächsten Mal, meine lieben Kumpanen. Danke fürs Treubleiben und tschüss, macht's gut.